Ach, den Kanal gibt's noch? Ja, ich gebe zu, es sah eine Zeit lang nicht ganz so aus, aber keine Angst, wir sind noch da. Herzlich willkommen zum Softskill-Kanal. Mein Name ist Sebastian Jung und ich begrüße euch zum Kanalupdate Frühling 2024. Letzte Kanalupdate ist schon eine ganze Weile her. Okay, es war jetzt auf dem Kanal auch in der Zwischenzeit nicht ganz so viel los, aber ich würde sagen, es wird mal wieder Zeit für ein kleines Update, dass wir mal wieder ein bisschen miteinander reden. Ich würde sagen, wir fangen ganz klassisch mit dem Rückblick an. Wir hatten eine überschaubare Menge an Videos in den letzten Monaten. Das fing an mit der Buchvorstellung zu Mindset von Sebastian Hotz, besser bekannt als El Hotzo, im Oktober. Das war ein ungewöhnliches Video, denn zum einen habe ich euch da ja einen Roman vorgestellt, nicht wie sonst in der Regel ein Sachbuch. Und ich hatte ja im ersten Teil vom Video eben über das Buch gesprochen, habe dann aber am Ende auch noch mal ein bisschen ausführlicher ja über Scams, Betrugsversuche im Internet etc. Geredet, weil das einfach thematisch gut zusammengepasst hat. Hat mir ganz gut gefallen, denke, es ist im Endeffekt ein ganz spannendes Video geworden. Wie hat es euch so gefallen? Schreibt mir dazu gern in den Kommentaren. Dann hatten wir jetzt im Februar die Conjunction Fallacy, einen neuen Beitrag zu unserer Reihe über Denkfehler. Das wurde mal wieder höchste Zeit, dass die fortgesetzt wird und natürlich wird die auch in Zukunft weitergehen. Kleines Problem ist mir dabei so ein bisschen mit der Zeit aufgefallen. Es gibt immer viele Denkfehler, die sich relativ ähnlich sind. Wir hatten jetzt zum Beispiel die Conjunction Fallacy. Da gibt es noch den sogenannten Base Rate Neglect. Der ist relativ ähnlich, geht in eine relativ ähnliche Richtung. Muss ich mal gucken, wie ich da längerfristig mit umgehe. Ich denke, ich werde schon erstmal weitermachen wie bisher, dass wir uns wirklich jeden Denkfehler für sich alleine separat anschauen, um da einfach auch ne, so ein bisschen eine Differenzierung zu haben. Und ich werde mit der Zeit dann vielleicht aber auch so ein bisschen ja, so Compilations machen, so in die Richtung Denkfehler, die beispielsweise beeinflussen, wie wir uns Meinungen bilden. Ne? Und dann so ein bisschen das Spektrum, das da dazugehört, abdecken, um das einfach nochmal ein bisschen in den Kontext zu bringen. Also die Reihe geht auf jeden Fall weiter. Ich habe heute mal Tee statt Wasser, deshalb anderes Gefäß. Und passt gut zum Frühling. Dann hatten wir die Buchvorstellung von Miteinander reden für Führungskräfte, beziehungsweise kompletter Titel ist Miteinander reden Praxis, Kommunikationspsychologie für Führungskräfte. Da hatten wir mal wieder eine klassische Buchvorstellung von einem Sachbuch und wir hatten einen neuen Beitrag zu unserer beliebten Serie über Schulz von Thun und seine Kommunikationspsychologie. Ja, schöne Buchvorstellung. Das hat auch irgendwie wirklich gerade super gepasst. Er hat ja auch in dem Video gesagt, das ist ein Buch, was ich schon länger hier im Auge hatte, wo ich mir gedacht habe, oh, das muss ich unbedingt auch mal lesen. Hat jetzt auch zeitlich ganz gut gepasst. Ich hatte, ne, Anfang des Jahres war ich wieder mal bei einem Seminar am Schulz von Thun Institut, habe dann vorher dieses Buch gelesen, um ein bisschen, ne, da wieder in diese Gedankenwelt reinzukommen, mich wieder ein bisschen aufzufrischen gedanklich. Und natürlich ist es auch ein schönes Thema für den Kanal, weil die Schulz von Thun Videos ja eigentlich immer ganz beliebt sind. Also da hat echt alles mal gut zusammengepasst. Ja, was gibt es so zu sagen über den Kanal? Das ist jetzt das erste Kanalupdate seit dem Wegfall von einem regelmäßigen Release-Schedule, seit wir aufgehört haben, in einem festen Turnus, ne, alle 2 Wochen oder alle wie viel auch immer Videos zu veröffentlichen. Ich hatte ja schon angekündigt bei dem letzten Kanalupdate im Herbst, dass voraussichtlich erstmal weniger Videos kommen. Es waren jetzt im Endeffekt noch mal weniger, als ich angenommen hatte. Also es war wirklich relativ spärlich. Sorry dafür, waren einfach verschiedene Gründe, die dazu geführt hatten. Herbst ist eine arbeitsintensive Zeit, am Ende des Jahres haben wir immer ein bisschen Urlaub. In der Vergangenheit haben wir immer im Urlaub dann das wieder aufgeholt, was wir an Vorsprung verloren hatten in der arbeitsintensiven Zeit davor. Dieses Jahr haben wir gesagt, ach komm, wir machen auch einfach mal Urlaub, ohne da noch zu arbeiten.
Und ne, habe mich eben mehr auf die ganz normalen Alltagsarbeitsthemen, auf meine eigentliche Arbeit konzentriert. Da hatte ich ja auch beim letzten Mal schon ein bisschen drüber gesprochen. Und ich muss zugeben, gegen Ende der Zeit, wo wir noch regelmäßig veröffentlicht haben, hat auch langsam die Motivation angefangen, so ein bisschen zu leiden. Ne? Es ging mehr in Richtung Arbeit als in Richtung Vergnügen. Ne? Von daher war ich auch einfach ganz froh, diese Last erstmal so ein bisschen los zu sein. Zum Beispiel Wochenenden auch mal wieder anders verplanen zu können als eben hier für Aufnahmen. Dadurch ist das jetzt im Endeffekt alles doch ein bisschen kürzer gekommen, als ich gedacht hatte. Ich habe aber letztes Mal ja schon gesagt, es wird sicherlich auch wieder Phasen mit mehr Videos geben und davon gehe ich auch nach wie vor aus. Wobei ich das nicht erzwingen werde, also ich werde jetzt nicht sagen, oh, zuletzt waren so wenige Videos, da muss ich jetzt aber mal wieder hier ranklotzen, damit das wieder läuft. Ne? Aber ich denke, es wird einfach mit der Zeit dann wieder Phasen geben, wo ich da wieder ein bisschen mehr Lust habe, ein bisschen mehr Luft habe, ein bisschen mehr Raum im Alltag und wo das dann auch wieder besser funktioniert. Ich denke, wichtig ist einfach, den Kanal weiterzuführen auf eine Art, die gut in unseren Alltag passt und die für uns auch Spaß macht, dass das wirklich eben eine gute Sache bleibt, denn dann lohnt es sich ja auch, dass der Kanal weiter besteht. Ich hatte zuletzt auch immer mal überlegt, mal zwischendurch Videos zu machen zu anderen Themen, beispielsweise zu Freizeitthemen, einfach. Ne, weil ich schon gerne die Videos mache, aber der Flaschenhals ist eben in der Regel diese langwierige Vorbereitung und Nachbereitung, die ich eben bei den Softskill-Videos habe, ne, mit Recherche, Skript schreiben und so weiter. Und hätte eigentlich Lust, zwischendurch mal Videos zu machen, die eben diesen Aspekt nicht haben, wobei das natürlich dann auch wieder ne, eigene Schwierigkeiten aufwirft, ne, würde halt nicht auf den Kanal passen, müsste ich dann irgendwie anders machen, wäre auch wieder anderes Publikum. Ne, muss noch überlegen, wie das alles irgendwie zusammenpassen würde, ist eben ein Gedanke, den ich zuletzt hatte. Ah, dann natürlich ein beliebtes Stichwort, schon so ein bisschen ein Running Gag auf dem Kanal, die Monetarisierung. Ich hatte euch ja vor langer Zeit versprochen, wenn das wirklich umgesetzt wird, dann sage ich euch Bescheid. Keine Angst, ich habe das nicht vergessen, es ist einfach nach wie vor nicht umgesetzt. Ich habe tatsächlich im letzten Herbst endlich mal die Bürokratie in Angriff genommen. Das heißt, ich habe ein Gewerbe angemeldet, den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausgefüllt, habe mich hier bei der Dings Berufsgenossenschaft gemeldet, ne, also da die ganzen Formalitäten erledigt. Was jetzt dann als nächstes käme, wären die Formalitäten hier mit YouTube und Google und so weiter. Wobei ich da jetzt gemerkt habe, dadurch, dass ja aktuell nicht so viele Videos kommen, sind wir bei der Watchtime, ne, also bei der regelmäßigen Wiedergabezeit, unter den Schwellenwert gefallen, den man eben braucht für die Monetarisierung. Man braucht 4000 Stunden im Laufe der letzten 12 Monate und wir haben jetzt knapp drunter, ich glaube 3700 oder sowas. Und ich gehe davon aus, dass das auch noch ein bisschen fallen wird. Also das heißt, Monetarisierung wird noch mal eine ganze Weile dauern. Das ist nicht weiter schlimm. Ne? Finanziell reden wir da von relativ unspektakulären Werten, vielleicht ne, 5 bis 10 Euro im Monat. Ich hatte das ja zuletzt ein bisschen gepusht, weil es mir einfach missfällt, dass Werbung vor meinen Videos, während meinen Videos gezeigt wird, ne, die für euch natürlich ein Ärgernis ist, von der ich aber nicht mal profitiere, ne? Also die nicht mal irgendwie dazu beiträgt, den Kanal zu finanzieren und so, sondern die komplett auf das Konto von YouTube geht. Ne? Aber ist jetzt auch nicht tragisch, wenn es ein bisschen länger dauert. Wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden, wenn es irgendwann da was Neues gibt. Kommen wir zu einer kurzen Vorschau. Da ist aktuell noch nicht so viel fix. Ich hatte mich zuletzt darauf konzentriert, hier das Video für Miteinander reden, da für Führungskräfte fertigzustellen. Habe noch nicht so weit vorausgeplant zugegeben. Was auf jeden Fall feststeht, ist, dass es ein weiteres Denkfehler-Video geben wird. Da werde ich mir jetzt demnächst mal anschauen, was da ein guter Kandidat wäre. Ja, die Reihe wird auf jeden Fall fortgesetzt. Dann hatte ich zuletzt, oder lese gerade, bin fast durch, noch nicht ganz, habe ich hier ein Buch, das hat den gruseligen Titel Easy Relax, raus aus der Stressfalle in 20 Sekunden.
Das klingt erstmal, als wäre das völliger Blödsinn, ist aber tatsächlich ein gutes Buch. Also hier die Autorin, Eva Asselmann, das ist ne, eine Psychologin. Inhaltlich auch alles sauber, ne? Also bewegt sich in dem Kontext, den ich von der Thematik Stress schon kenne. Ne? Ich begegne hier alten Bekannten wie Hans Selye oder Richard Lazarus, die ihr aus unseren Stressvideos vielleicht noch kennt. Das Ganze baut auf der progressiven Muskelentspannung auf, die ja eine wissenschaftlich fundierte und bewährte Technik ist. Die Technik, die hier beschrieben wird, ist auch, ne, wissenschaftlich belegt und in einem wissenschaftlichen Kontext entstanden. Ich gehe mal davon, ich vermute mal, dass hier einfach der Verlag gesagt hat, uiuiui, da müssen wir aber mal einen schönen reißerischen Titel machen, damit das auch einer kauft und das dann hier in der Quatsch bei rausgekommen ist. Also es ist unterm Strich ein gutes Buch, werden wir uns, denke ich, früher oder später mal in einer Buchvorstellung anschauen. Es geht eben darum, eine schöne Entspannungstechnik zu erlernen, die auf der progressiven Muskelentspannung aufbaut. Und ne, denke, eine Entspannungstechnik zu beherrschen, ist gerade im Kontext von Stress etwas, das sehr nützlich und wertvoll ist. Ansonsten bei Büchern hatte ich euch ja letztes Mal schon gezeigt, hier die lustige Reihe von Professor Uwe Peter Canning zu Irrwegen im Personalwesen. Ich habe hier, wenn Manager auf Bäume klettern, da geht es um fragwürdige Weiterbildungsangebote, die eben nicht wissenschaftlich fundiert sind, sondern eher frei erfunden. Es gibt einen Band über fragwürdige Motivationstrainer. Und einen Band über fragwürdige Methoden der Personalauswahl von Schädeldeutern und anderen Scharlatanen. Zwei von den dreien habe ich gelesen, den dritten will ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen und da wird es dann auch eine Buchvorstellung zu geben. Ich weiß noch nicht, ob ich dann eine gemeinsame mache für alle drei oder drei kurze. Mal gucken. Werden wir sehen. Ihr wundert euch vielleicht, dass das jetzt eine eher etwas spärliche Planung ist, wie schon beim letzten Mal. Die, die länger dabei sind und hin und wieder die Kanalupdates schauen, wissen, früher hatte ich immer eine sehr konkrete Planung, habe euch genau gesagt, als nächstes kommt das, das, das und das Video und die kamen dann fast immer auch in genau dieser Reihenfolge mit genau diesen Themen. Das ist jetzt ein bisschen hier vager. Ne, ist auch einfach hier im Zuge der Umstellung. Gibt und gab immer zwei klassische Schienen, wo die Themen für die Videos herkommen. Zum einen gab es immer Themen, die ich ganz gezielt für den Kanal ausgesucht habe, also wo ich gesagt habe, oh, das wäre doch ein gutes Thema für den Kanal. Damit beschäftige ich mich mal, damit ich da ein Video zu machen kann. Und die andere Schiene war eben, dass ich Themen genommen habe, mit denen ich mich sowieso beschäftigt habe, aus eigenem Interesse, ne, denn ich mag ja Soft Skills und die Idee vom Kanal ist auch zum großen Teil, dass ich euch da auf dieser Entdeckungsreise ein bisschen mitnehmen möchte. Also, dass ich Themen genommen habe, mit denen ich mich eh beschäftigt habe, wo ich dann gesagt habe, ach hey, das wäre doch auch nett für den Kanal. Ne? Beides ist jetzt aktuell ein bisschen zurückgegangen. Ne? Themen gezielt für den Kanal habe ich aktuell weniger, ne? Weil ich eben anderen Alltagsthemen zurzeit wieder mehr Vorrang gebe. Ne? Hier Kanal. Da als große Arbeitslast ein bisschen zurückgefahren habe. Und bei den Themen, mit denen ich mich selbst beschäftige, ist es einfach so, dass ich durch den Kanal jetzt 2, 3 Jahre lang fast durchgängig Sachbücher gelesen habe. Und jetzt, wo ich ne, den Kanal ein bisschen zurückgefahren habe, habe ich eben auch mal wieder angefangen, auch mal wieder ein paar Romane zu lesen, mich mal wieder mit anderen Dingen zwischendurch auch zu beschäftigen. Und ich habe eben jetzt da, wo ich Sachbücher mir angeschaut habe, zuletzt auch vermehrt mir welche genommen, die eben hier Bezug haben zu meiner Arbeit. Ne? Ich bin freiberuflicher Trainer, also habe mir Sachen angeschaut, wo es mehr geht um Pädagogik, Didaktik, solche Themen, die jetzt zum Großteil nicht so geeignet sind für den Kanal. Was sicherlich mit der Zeit noch auf dem Kanal kommen wird, ist so das Themenspektrum Lernen, Wissen aneignen, Wissen verwalten. Aber da bin ich aktuell, denke ich, noch nicht tief genug drin, dass ich da gute Themen auswählen könnte. Wird aber mit der Zeit sicherlich noch mehr kommen. Zum Abschluss habe ich mal wieder eine kleine Fundsache für euch. Ich bin auf etwas gestoßen, das Plurf heißt.
Plurf, das stammt von der Bundeszentrale für politische Bildung und das soll eine kleine Hilfestellung sein, wenn es um Fake News und um Desinformation geht. Das ist ja eine Problematik, die mehr und mehr zunimmt, wo wir uns also gezwungenermaßen mehr mit beschäftigen müssen und Plurf kann da eine Hilfestellung sein. Plurf ist kein besonders schönes Akronym, ne, aber soll eben eine kleine Gedächtnisstütze sein für 5 Faktoren, die da wichtig sind. Wofür steht Plurf? Plurf steht für Pseudo-Experten, Logikfehler, unrealistische Erwartungen, Rosinenpickerei und Verschwörungstheorien. Wir gehen einmal ganz kurz durch. Erstmal Pseudo-Experten. Was sind Pseudo-Experten? Ich bin beispielsweise ganz klar ein Pseudo-Experte, denn ich behandle auf dem Kanal ja zum Beispiel auch Themen, die die Psychologie betreffen. Wenn ihr jetzt mal in einer Situation seid, dass ihr eine Aussage von einem richtigen Psychologen habt und eine Aussage von mir und die beiden widersprechen sich, dann könnt ihr mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass der Psychologe recht hat, weil der natürlich ein viel fundierteres Fachwissen hat als ich. Ne, da will ich hier gar keine Illusionen machen. Ich bin bei den meisten Themen, die ich behandle, ein Pseudo-Experte. Und natürlich ist es im Alltag so, dass euch viele Pseudo-Experten begegnen, dass also sehr oft Aussagen getroffen werden von Menschen, die keinen fundierten fachlichen Hintergrund haben. Und da muss man immer besonders wachsam sein, besonders gut aufpassen. Ne, das heißt nicht zwingend, dass die Aussage falsch ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher. Umgekehrt darf man allerdings nicht zwingend davon ausgehen, dass alles, was jemand sagt, der irgendein Diplom hat, dass das alles hier fundiert und richtig und wahr ist. Es wird auch durchaus viel Quatsch erzählt von Leuten, die es irgendwo mal geschafft haben, ein Diplom zu erwerben. Und was ich hier noch wichtig finde, ist, es gibt da natürlich auch Abstufungen. Wenn es beispielsweise hier um psychische Erkrankungen geht, und ich habe eine Aussage von einem Psychologen, dann ist die natürlich sehr viel fundierter und vertrauenswürdiger als eine Aussage von einem Laien, ne, von einem Laien wie mir beispielsweise. Allerdings, wenn ich jetzt dagegen eine Aussage habe von einem Psychotherapeuten, dann hat die natürlich noch mal mehr Gewicht als die von dem Psychologen, weil der ja speziell für genau diesen Bereich ausgebildet ist. Ne, oder sagen wir, es geht um Feinstaub, und ich habe eine Aussage, sagen wir, von einem Zahnarzt, dann kann ich euch sagen, okay, der ist zumindest Mediziner und der hat von medizinischen Themen sicherlich mehr Ahnung als ich. Aber er hat natürlich andersrum weniger Ahnung von diesem speziellen Thema als jetzt beispielsweise ein richtiger Lungenfacharzt. Also da muss ich gegebenenfalls auch noch mal ein bisschen differenzieren. Dann haben wir als zweites Logikfehler. Was sind Logikfehler? Da geht es in erster Linie darum, ich habe eigentlich eine wissenschaftliche Basis, ne, also als Ausgangspunkt habe ich wirklich Material, das wissenschaftlich solide und richtig und wahr ist, aber ich mache dann da Quatsch mit, ich schließe falsche Rückschlüsse daraus. Klassisches Beispiel wäre, wenn jemand sagt, Ausländer sind eher kriminell als Deutsche und ich habe eine Statistik, die das belegt. Es gibt tatsächlich Statistiken, wo man sieht, hier begangene Verbrechen, aufgeschlüsselt nach Herkunft des Täters. Ach, guck mal, mehr Ausländer dabei als Deutsche. Diese Statistiken, die sind auch absolut echt und an denen ist gar nichts falsch. Ne? Kein Fehler. So, das Problem ist, was man jetzt daraus macht. Ne, dieser Bezug Ausländer und begangene Verbrechen, das ist erstmal nur eine Korrelation. Das sind zwei Faktoren, die miteinander einhergehen. Das ist noch lange kein Beleg, dass es da wirklich einen Zusammenhang gibt. In dieser konkreten Situation ist es ganz einfach so. Menschen, die arm sind, begehen statistisch mehr Verbrechen als Menschen, die wohlhabend sind. Ich denke, das ist einigermaßen nachvollziehbar und das ist auch ein Faktor, der tatsächlich wissenschaftlich gut belegt ist. So, gleichzeitig ist es so, Menschen mit Migrationshintergrund haben tendenziell weniger Einkommen und weniger Vermögen als Deutsche, also die sind eher arm. So, das heißt, wenn Ausländer eher arm sind und arme Menschen eher Verbrechen begehen als reiche Menschen, dann bedeutet das natürlich, dass wir in der Statistik über Verbrechen
mehr Ausländer haben werden, mehr Menschen mit Migrationshintergrund als Deutsche, aber nicht, weil die eher zu Kriminalität neigen, sondern einfach, weil die eher arm sind. Ne? Also das wäre ein Beispiel für einen Logikfehler, wenn man da versucht, ne, hier irgendwie Stimmung zu machen in eine Richtung, die überhaupt nicht wissenschaftlich fundiert ist. Dann haben wir das U, das steht für unrealistische Erwartungen. Das ist so die Schiene, wenn ich mich hinstelle und sage, da will ich jetzt aber erstmal einen unumstößlichen, hundertprozentigen Beweis haben, drunter mache ich es nicht. Ihr wisst wahrscheinlich inzwischen, wie wissenschaftliche Erkenntnisse aussehen. Das geht so in die Richtung, ja, wir haben eine Studie, die nahelegt, dass es eine Beziehung geben könnte zwischen, keine Ahnung, diesem Lebensmittelzusatzstoff und jener Krankheit, aber wir wissen es noch nicht genau und weitere Forschung ist notwendig. Es gibt in der Wissenschaft selten eine hundertprozentige Sicherheit. Möglicherweise in der Mathematik, ich weiß es nicht genau, aber definitiv nicht bei beispielsweise Medizin oder Psychologie oder Soziologie oder was auch immer. Also, ne, wenn man das verlangt, das ist einfach etwas, was unrealistisch ist, was es nie geben kann. Dann haben wir das R, die Rosinenpickerei. Wie funktioniert das? Das ist, wenn ich zum Beispiel sage, oh, 95% der Studien zum Klimawandel belegen, dass der Klimawandel menschengemacht ist, aber Moment, dann gibt es ja auch 5% Studien, die was anderes behaupten. Die gucke ich mir doch mal an und die stelle ich dann in Zukunft in den Mittelpunkt meiner Argumentation. Ne, wir hatten ja gerade den Punkt, wissenschaftliche Erkenntnis ist selten hundertprozentig. Wenn ich genug Studien zu irgendeinem Thema durchführe, sind immer ein paar dabei, die zu falschen Ergebnissen kommen. Entweder weil sie einfach hier unsauber konzipiert sind, weil beispielsweise die Versuchsgruppe zu klein ist oder auch einfach durch Wahrscheinlichkeitseffekte. Wenn ich es oft genug probiere, habe ich eben irgendwann auch mal einen Ausreißer dabei. Also das heißt, Rosinenpickerei, auch keine gute Idee. Ich denke, in diese Richtung geht es auch, wenn ich mich auf Anekdoten berufe. Ne, wenn ich zum Beispiel sage, ja, mein Opa, der hat 50 Packungen Zigaretten am Tag geraucht und der ist 100 geworden und war bis ans Ende super fit, dann kann Rauchen ja doch nicht so schlimm sein. Ne, wenn ich mich auf Anekdoten berufe statt auf Statistiken, das geht auch natürlich in diese Richtung. Und als letzten Punkt habe ich das V, das sind Verschwörungstheorien. Das haben wir, wenn so ja sehr komplexe, detaillierte Erklärungen heraufbeschworen werden, wo quasi jeder Gegenstimme mit einer neuen Erfindung begegnet wird. Wenn ich, beliebt ist ja diese Idee, ja, die ganze Menschheit wird heimlich beherrscht von einer kleinen Gruppe von, was auch immer, Illuminaten oder sonstigen da, Verschwörern und die ziehen die Fäden hinter allem und dann kommt einer und sagt, ja, aber warum hat das denn noch niemand rausgefunden, das müsste doch irgendjemand mal gemerkt haben und dann sagt man, ja, haha, aber die kontrollieren ja auch die Medien, dadurch können die sicherstellen, dass nie was rauskommt. Und ja, aber irgendwann hat es, glaube ich, ihm trotzdem mal einer entdeckt. Ja, haha, aber den hat man dann heimlich um die Ecke gebracht. Ja, und warum hat das keiner gemerkt? Ja, haha, weil die kontrollieren auch die Justiz und die Politik. Ne? Also man spinnt die Geschichte immer weiter, um jedem Gegenargument, um jeder kritischen Frage zu begegnen. Und diese Herangehensweise, ihr erinnert euch, die haben wir uns näher angeschaut in dem Video zu Occam's Razor, Occam's Rasiermesser. Da haben wir genau über diese Problematik gesprochen. Ja, also Plurf, ganz nette Gedächtnisstütze, eben um sich diese 5 Aspekte zu merken, auf die man besonders schauen sollte, wenn man es mit Materialien, mit Informationen zu tun hat, wo man genau wissen möchte, ist das wirklich vertrauenswürdig oder ist das eher fragwürdig. Ja, das war's für heute.
Vielen Dank für eure Treue zu dem Kanal, auch wenn jetzt zuletzt nicht ganz so viel gekommen ist. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr nach wie vor hier dabei seid. Wir sehen uns im nächsten Video. Für heute verabschiede ich mich. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.